Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Awesome 2 Kappa Mode. So, bevor ich jetzt erstmal die Folge richtig anfange, bitte schon mal zu entschuldigen. Mich hat es jetzt richtig erwischt, ich bin offiziell krank. Also schlimmer als normal, aber ich habe mir jetzt einen schön gepallen Infekt eingezogen. Habe aber trotzdem Bock zum Aufnehmen, ich habe momentan mit Stimme und so weiter. So, also heute habe ich einiges vor und zwar fangen wir erstmal damit an. Wir haben jetzt alles zusammen für den Energy Condenser Mark 1. So, bevor ihr jetzt euch überlegt, bin ich gerade über den Internet Explorer am Schauen oder wieso kommt das jetzt schon wieder? Nein, wir wollen uns wirklich einen zweiten machen, aus einem bestimmten Grund. Theoretisch gesehen könnte ich den jetzt einfach hier reinklatschen, wir können die, keine Ahnung wie viele unendlich machen. Wollen wir aber dann nicht. Sondern, den packen wir hier rein. Was hat der Verrückte jetzt schon wieder vor? Mit dem Energy Condenser Mark 1 können wir den Energy Condenser Mark 2 machen. Dafür brauchen wir Dark Meta Blöcke, Red Meta Blöcke. Gucken wir doch mal, ob wir die haben. Meta. Das sieht doch schon mal gut aus. 2, 3, 4. Flop, flop, flop und flop. So. Damit haben wir schon mal den einfachen Teil fertig. Ja, richtig gehört. Der einfache Teil. Weil alles, was uns jetzt noch fehlt für den Mark II, sind Yellow Diamond, Purple Diamond, Red Diamond, Blue Diamond und Green Diamond. Green Diamond kriegen wir von Kepler 22b. Purple Diamond von Kepler 22b. Yellow Diamond von Kepler 22b. Red Diamond von Kepler 22b. Und dreimal dürft ihr raten, richtig. Blue Diamond von Kepler 22b. Das heißt im Klartext, wir schnappen uns das wundervolle Teil hier einmal. Gehen da rein. Das dürfte jetzt auch schon aufgefüllt sein. Genau. Sauerstoff haben wir alles dabei. Jo, ich meine, im Notfall haben wir noch das Crafting Terminal. So, einmal so. Und nochmal überprüfen, genau wie alles drin. Auf geht's. Ab in eine neue Welt mit unserer Tier 10 Rakete. Müsst ihr euch mal reinziehen, wir haben Galactic Craft durch. Also ihr könnt überall hinfliegen. Was zum Teufel? Bin gerade überlegen, wie klingt das erste Mal mit einer Tier 10 Rakete, oder? Ja, tun wir. Krass. Unsere erste Reise. Und dann direkt ein anderes Sternensystem. Alter, die Anzeige liegt. Was zum Teufel. Es gibt aber deutlich weiter eine Galactic Craft Version, da sehen die Raketen alle richtig, richtig geil aus. Also nicht einfach nur so Triebwerke dran, auch wirklich so schön glatt geschliffen und sowas. Aber naja. Hier haben wir. Was ist hier? Kepler 62. Kepler 22b, da haben wir es ja. Lounge. Na, 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 wir launchen zu Kepler 22b. Kepler 22b Yellow Marble Forest. So. Da haben wir ihn auch schon. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, werde ich angeschrieben. Und ich habe natürlich zu schlau gewesen und habe vergessen, meinen Client zu muten, meinen Browser zu muten. Da ist einmal hier. Zack, zack. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau, hier gibt es eine Atmosphäre. Das heißt, wir können das hier einfach mal getrost beiseite packen. So, hier jetzt haben wir einen Red Desert. Hier dürfte ein Red Maple Forest sein. Aber wir nehmen uns mal hier unseren Charm of Dislocation. Add New. Und Kepler 22b. Commit. Log. Gut.
Dann holen wir uns einen Tesseract und unseren Miner. Gehen dann einmal hier nach unten, also graben uns einmal runter. Ein Erz haben wir hier noch nicht gefunden. Aber das dürfte eigentlich auch nicht mehr lange dauern. Was haben wir hier? Marble, wow. Das ist Kupfer. Oh. Sehr schön, da haben wir schon das erste. Blue Diamond Ore. Purple Diamond Ore. Oh, ich habe gar keinen Magneten an. Mach mal einmal so, weil ich es kann. Halt. Jetzt habe ich das gerade was verkackt. So, wir haben hier auch noch Yellow, Green, Dense Coal Ore brauchen wir nicht. Tin, Iron. Ich schon mal einen Deathknall. Deathknall. So, hier. Gib mich mal das hier. So, zack. Dann sollte das meine ich schon einfacher gehen. Und da haben wir auch schon die Red Diamond. Nochmal überprüfen. Grün, Blau, Purple, Yellow und Red. Grün, Yellow, Purple, Red, Blue. Alles klar. Wir haben alle Farben, die wir brauchen. Wie können wir die verarbeiten? Ich glaube, die können wir nur schmelzen. Ja gut, im Crusher verarbeiten, aber naja. Ich glaube, so dringend haben wir es jetzt auch nicht. Er sammelt hier Base, Config, New Filter, Item Stack, Save, Item, Item Stack. Save, New Filter, Item Stack, Save, New Filter, Item Stack, Save, New Filter, Item Stack und dreimal dürft ihr raten. Richtig, Save. Wie viel haben wir hier? Alles klar, das wird dann einmal ganz kurz hier durchlaufen. Dann kann ich ja eigentlich schon mal hier das Zeug so da reinkicken. Wir können ja mal gucken, wie viele wir brauchen. 3 Diamond haben wir 5. Eigentlich braucht man so viel gar nicht. Wir müssen das also nur einmal machen. Oder braucht man die für noch irgendetwas? Sieht nicht danach aus. Pass auf, dann machen wir das so. Wir haben jetzt ein paar davon mitgenommen. Ich sag dann nochmal, ich unlock das nochmal hier und setze das hier hin. Und wir gehen zurück zur Base. So, dann hauen wir einmal die Erze. Wir brauchen hier die Diamond Ores. Habe ich die Purple vergessen rauszunehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen dann einmal hier rüber und holen uns die alle einmal raus. Wo haben wir, wo haben wir alle? So. Wir brauchen dann drei hier in den Ecken. Was haben wir dann noch? Wir brauchen die grünen hier. Wir brauchen Purple daneben, also so. Red so. Und zu guter Letzt Purple.
Energy Condenser Mark II. Bam. Das erste, was wir jetzt machen, wir hauen das einmal hier rein, nehmen uns ein Stack Nether Stars okay, nehmen uns vielleicht mehr als ein Stack. Wir machen uns davon mal ein paar, weil wir werden die brauchen. Wir können die so gut gebrauchen, das glaubt ihr nicht. Wieso brauchen wir die Energy Condenser Mark II? Und wieso mache ich das gerade so? Der kann weg. Da kann jetzt der Mark II hin. Was ist anders am Mark II? Wir haben hier das Interface halbiert. Wenn wir jetzt einmal so machen, wird alles instant umgewandelt. So. Ich nehme jetzt einfach nochmal. Mach mal einmal mein Inventar voll mit Nether Stars. Zack. So, so, so. 22 Stück, das sollte dann reichen. Habe ich jetzt mal eben reingetan. Jetzt haben wir 32 von denen. Das ist super. Das ist so super. Ich den schon. Passt. Ich bin anscheinend momentan ein bisschen senil geworden. Mehr kann es einem verübeln nach diesem Modpack. Auf jeden Fall. Ich bin momentan überlegen, wie wir das mit EMC machen, weil die Nether Stars haben ein Nether Star, hat einen EMC-Wert von 147.456. Ein Stack, da kommen wir auf 9 Millionen. So, wenn wir jetzt mal anschauen, was ich damit vorhabe, es geht auf die Infinity Ingots zu und wir werden da die Singularities brauchen. Wenn wir jetzt mal hier so ein Iron Singularity brauchen, wir brauchen 49.626 Eisenblöcke. Uff. So ein Eisenblock hat einen EMC-Wert von 2304. Gold 18.000. Lapis 144. Redstone 576. Wird sich doch schon anbieten. Bloß wir haben dann so Knackpunkte wie die Shiny Singularity, 36.000. Mendiolin, ja gut, Mendiolin geht klar. Ruby, Venderium sollte klar gehen. Emerald ist der Knackpunkt. 147.456. Also im Klartext, genauso viel wie ein Nether Star. Und wir wollen jetzt nicht all unsere Nether Stars in Emerald Blöcke umwandeln. Man könnte jetzt meinen, wir können auch einfach unsere Emeralds umwandeln. Wir kommen aufs gleiche Problem. Das ist einfach zu wenig. Deswegen habe ich jetzt das so gemacht. Ich habe mir hier drüben jetzt mal 11.376 Nether Stars überfliegen lassen. Wir machen jetzt erst einmal weiter mit den... Moment, habe ich noch gar nicht gezeigt. Mit dem Qubit Cluster soll es auf den Imaginary Time Lock kommen. In der Zwischenzeit habe ich hier auch mal die restlichen Quests weggehauen. Hier habe ich noch gelassen, das können wir nochmal machen. Hier auch. Hier auch. Epsilon haben wir gelassen. Zeta erst recht, weil da haben wir noch viel machen müssen. Eta. Ja gut. Theta, da werden wir auch noch bald drauf kommen müssen. Jota habe ich die Galactic Craft Scheiße nochmal gemacht. Und Kappa können wir jetzt den Energy Converter nehmen. So. Zack, zack. Ein 50er Lootback. Bitte, 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 bitte. Das geht besser. So, und da wir jetzt noch 15 Minuten haben, was heißt im Klartext, wir machen heute nichts mehr geschissen, ne? Hab ich überlegt, wir upgraden unseren Draconic Sword nochmal zum Death of Power. Dafür brauchen wir noch die Draconic Shovel. Und wir brauchen die Draconic Pickaxe. Wow. Das wollte ich auf jeden Fall. Ich wollte unbedingt jetzt eine Diamond Hoe. So, Diamond Pickaxe.
Was haben wir davon? Machen wir schon mal zwei Wyvern-Cores. Und weil wir die immer noch nicht eingespeist haben, einen Draconic Core. Encode. Und zack. Zwei von denen. Weil dann können wir jetzt einfach einmal so machen und so. Jetzt brauchen wir die erwähnten Counterparts. Das heißt, wir brauchen ein Rezept für das hier. 4 3 4 1. So. Wie viele brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen, wenn ich das mich jetzt nicht ganz täusche, brauchen wir ein 2 und 3 von den Draconic Energy Cores. Und wir brauchen wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erect Cores. Junge, Junge, Junge. Hier wird wieder was rausgeschleudert an Ressourcen. Aber naja, dann machst du nichts. Wir haben jetzt die Draconic Shovel. Und die Draconic Pickaxe. Nehmen wir uns das Awakened Draconium raus. Bevor ich jetzt hier weitermache, nehme ich einmal hier nochmal die heraus. So, wir brauchen dann einmal hier das Schwert, oder? Jo. Hier die Pickaxe und hier die Shovel. Genau. 1, 2. Und dann 2 Abständen, alles klar. Na. Wir brauchen 3 Demon Steel of the Fifth. Sollte nicht allzu lange dauern. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal mit dem Awakened Draconium aus. Alles fertig machen. Ne, das war jetzt nicht richtig. Der kommt weg. So, Demon. Steel of the Fifth Magnitude. Draconics Death of Power haben wir. So. Der kriegt jetzt einmal hier die Bücher wieder rein. Reaper 5. Knockback 2. Wir können das Ganze aber noch besser machen. Wie wir das machen? Mit dem Upgrade Modifier. Aber das ist ein Thema, das wir uns für später aufheben können, also Polartext für morgen. Und ich sag's jetzt auch schon mal, wir haben jetzt eine Möglichkeit, richtig, richtig easy, den Guardian of Kaya abzufarmen. Weil dieser Stab ist OP. Also, er klingt schon ziemlich stark. Ich meine, wenn man sieht, 80 Attack Damage plus 30% Mob Health. Ja, GG. Das ist insane. Können wir das Upgrade Modifier jetzt schon machen? Ja, pff, easy. Komm, drauf geschissen, machen wir. So, Upgrade Modifier hier. Zack. Was wir jetzt damit machen können, wir können hier noch Teile installieren. Mit der Awakened Cores. RF Capacity, Dick AOE, Dick Death, Attack AOE, Attack Damage. Ich möchte Attack Damage, Attack AOE und RF Capacity hochknüppeln. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und tschüss.